ganz herzlich zum Informations- und Vorbereitungsvortrag zu unserem Online-Seminar Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ich bin Miriam. Und ich bin Gregor und wir werden euch durch das gesamte Online-Seminar begleiten. Wir gehören zur charismatischen Erneuerung, kurz CE, in Berlin. Die CE ist eine Erneuerungsbewegung innerhalb der katholischen Kirche und möchte dazu beitragen, die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes in der Kirche, aber auch in jedem persönlichen Leben zu entdecken. Ihr findet weitere Informationen unter erneuerung.de. Das Online-Seminar wird von Gruppen aus den Bereichen Nordost gestaltet. Das bedeutet, das sind Gruppen aus den Erzbistümern Berlin, Magdeburg, Dresden, Meißen und Erfurt. Zu unserer Gruppe gehören Menschen aus ganz verschiedenen Altersstufen über alle Generationen, von jung bis alt, und auch aus verschiedenen Berufsgruppen, wie zum Beispiel Ärzte, Erzieher, Pädagogen, Versicherungsangestellte, Krankenschwestern, Priester oder Betriebswirtschaftler. Das Wort charismatisch kommt aus dem Griechischen und bedeutet Gabe, Geschenk. Jeder Mensch hat natürliche Fähigkeiten, aber es gibt auch geistliche Gaben, die Gott jedem schenken möchte. Mit diesen Gaben können wir einander dienen und so in unserem Leben Frucht bringen. In der Apostelgeschichte sagte Jesus zu seinen Jüngern, bevor er in den Himmel hinauffuhr, bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Diese Kraft ist der Heilige Geist, der auch heute wirkt und der uns die Gaben schenkt. Wir möchten mit diesem Seminar euch die Schönheit und Vielfalt des christlichen Glaubens zeigen und den Reichtum entdecken, den Gott jedem schenken möchte. Dieser Vortrag soll euch bei der Entscheidung helfen, ob ihr das Seminar machen wollt oder nicht, und euch einen Überblick über Sinn und Ziel des Seminars geben. Es geht darum, dass Gott uns zu Menschen machen möchte, die die Wirklichkeit Jesu Christi und die Kraft des Heiligen Geistes erfahren haben, die unser Leben verändert. Pfarrer Ulrich Kotzur, Diözesan-Jugendseelsorger hier in Berlin, wird uns ausführlicher darlegen, wie wir es verstehen oder was es bedeutet, Christ zu sein und was es bedeutet, im Heiligen Geist getauft zu werden. Zuvor hören wir ein wenig Lobpreisgesang, das auch Bestandteil der CE ist. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu diesem Lobpreis. Wir wollen heute den Einführungsvortrag hören von Pfarrer Kotzur, der Ihnen vielleicht auch eine Möglichkeit gibt, zu überlegen, ob es was für Sie wäre, an diesem Seminar, Online-Seminar teilzunehmen. Wir werden mal einen Lobpreisblock vorschalten, der nicht nur ein paar Lieder sind, die nett und schön sind, sondern es sind Türen zum Herzen Gottes. Ich lade Sie ein, damit einzusteigen in diese Lieder, bis sie wirklich in Ihrem Herzen auch zu Gebet werden. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch gehe, was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. In allem uns gleich und doch ohne Schuld.
bist barmherzig, voller Geduld. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und ich danke dir. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Come.
höchster Tröster in der Zeit, Gast der Herz und Sinn der Freud, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du, brauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. Glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein noch gesund. Öffne sie und mach sie uns bereit, dich zu hören. Öffne die Herzen, jetzt auch von Uli, vom Uli, der spricht, öffne die Herzen derjenigen, die zuhören, dass das gesagt wird, was du sagen möchtest, dass das gehört wird, was du möchtest, dass gehört wird. Komm und segne jetzt Uli und segne die Hörer, die zuschauen und sie entscheiden möchten, ob sie an diesem Seminar teilnehmen möchten oder nicht. Amen. Amen. Amen.